Bundeskanzlerin Merkel analysiert gleich zu Beginn ihrer Regierungserklärung die Herausforderung, vor der sie steht. Obwohl es uns wirtschaftlich so gut wie noch nie seit der Wiedervereinigung geht, machen sich viele Menschen Sorgen um die Zukunft. Ist der Ton der Auseinandersetzung rauer geworden? Ist der Respekt vor unterschiedlichen Meinungen zurückgegangen? Im gesellschaftlichen Zusammenhalt sieht Merkel die Hauptaufgabe ihrer vierten Kanzlerschaft. Der Weg dahin soll durch Vollbeschäftigung erreicht werden. Wohlstand für alle lautet Merkels Programm. Diese GroKo, erklärt die Kanzlerin, wird nicht einfach so weitermachen. Ein Weiter-so kann es gar nicht geben, denn die Welt um uns herum ändert sich auch nicht einfach so, sondern sie ändert sich gerade epochal. Die AfD, die als Oppositionsführer zuerst auf die Regierungserklärung antwortete, kritisierte die Aufnahme von Flüchtlingen und bezweifelt die im Koalitionsvertrag vereinbarte Begrenzung. Die Masseneinwanderung, Frau Bundeskanzlerin, geht ungebremst weiter. Rechtsbruch als Dauerzustand und kein Ende abzusehen. Die Generaldebatte im Bundestag geht bis in den Abend. Alle Bundesminister werden bis Freitag ihre Regierungsprogramme vorstellen.